Ein herzliches Willkommen zur nächsten Folge von dem wunderschönen Defender-Ausbau. In der letzten Folge habe ich ja so ein bisschen schon die Elektrik gemacht. Ein bisschen was angeschlossen, ein bisschen was verlegt, ein bisschen Innenausbau weitergemacht. Und in dieser Folge sorgen wir mal dafür, dass die Batterie auch geladen wird, wenn man keinen Stromanschluss hat. Ich habe hier eine kleine Photovoltaik, ein Photovoltaikpanel, 80 Watt, gefunden, in der Tat gefunden, weil es exakt passt auf meine Kiste. Es passt so super rauf, es gab es nur in riesengroß. Und da hatte ich wirklich Glück, dass ich diese gefunden habe, 80 Watt hatte. Und das Ganze soll jetzt hier drauf befestigt werden. Dazu werde ich hier irgendwie so ein paar Halter machen. Weiß ich noch nicht wie genau. Also vielleicht so ein paar Winkel oder sowas, denke ich mir. Und dann werde ich das Ganze hier dran befestigen. Hier sind die MC4-Stecker, die dafür notwendig sind. Die habe ich am Wechselrichter schon eingesteckt. Und das Kabel dazu muss noch verlegt werden und muss auch nach draußen verlegt werden, sodass es hier hinten rauskommt und ins Photovoltaikmodul geht. Los geht's! So, das wären mal die Winkel. Die werden dann hier an die Kiste angeschraubt und hier oben kommt dann das Photovoltaikmodul drauf. Die sind aus 5 oder 6 mm Aluminiumblech. Ich hatte da noch so einen Winkel da. Aus dem habe ich das dann halt mal so ein bisschen ausgeschnitten. Sieht nicht schön aus, aber hält, denke ich. Gut. Die Halterung haben wir schon. Jetzt geht es weiter mit dem Modul. Bei dem Modul ist es so, das Modul ist hier irgendwie, ich weiß nicht, ob man das erkennen kann, das ist hier eingeklebt von hinten. Hier ist so eine Silikonnaht oder was auch immer. Ah, Akku ist voll. Jedenfalls sind die Dinger hier eingeklebt und ich habe so ein bisschen das Gefühl, wenn das Ganze so auf dem Auto ist und die ganze Zeit wackelt, dass dieses Photovoltaikmodul nach innen rausfallen könnte. Und aus dem Grund habe ich mir überlegt, kommt hier drunter in den Zwischenraum so eine kleine Holzkonstruktion, die das Ganze einfach an Ort und Stelle hält. Mal abgesehen davon, wenn die Winkel dann hier rankommen, so, dann kann man die auch irgendwo reinschrauben quasi, festschrauben. So wäre mal der Plan. Ich habe ja da schon mal was vorbereitet. Und zwar habe ich mir mal einen Balken geholt. Und den müssen wir jetzt so zurechtsägen, dass er hier reinpasst irgendwie. Würde ich sagen. So, dann wollen wir das Ganze mal einpassen.
kommt das Ganze noch mit ein paar Winkeln hier festgemacht. Vernünftig. Und dann kommen die Halter ran. So. Und die sind etwas länger, die kommen vorne am Klappenverschluss. So, und bevor wir jetzt als nächstes hier die Photovoltaikfläche oben drauf setzen, müssen wir natürlich auch ein Kabel dahin legen. Und die Möglichkeiten hier Kabel rauszuführen sind ja begrenzt. Ich habe es aber schon einmal gemacht hier drüben bei dem Heckstrahler. Ich habe hier von Scanstrut eine Kabeldurchführung, die ist IPX7 wasserdicht. Das heißt, die kommt dann hier dran und dann kommt das Kabel hier raus, was für die Photovoltaikfläche ist. Wollen wir mal gucken. Ich mag das zwar nicht so richtig, da irgendwie Löcher ins Auto zu machen, aber irgendwie müssen die Kabel ja raus. Also, keine andere Chance. So, das ist eine wasserdichte Verbindung. Jetzt kann das Ganze hier hoch. Ich wollte euch mal kurz zeigen, wie es im Batteriekasten aussieht. Etwas wild. Also hier kommen gefühlte 10 Kabel an. Vom Wechselrichter, vom Ladegerät, vom Voltmeter und so weiter und so fort. Hier vorne findet sich das Relais, das Trennrelais für die Ladung von der Versorgerbatterie mit 2 Sicherungen. Ja, ein Haufen wilder Kabelsalat und es war sicher nicht einfach, diese Batterien oder diese ganzen Kabel hier reinzubekommen, sodass die Batterien auch noch passen, aber es ist nicht unmöglich. Da passen jetzt 2 große Batterien rein und zwar die. Ja. Und das werden wir jetzt mal tun. Und so sieht das Ganze dann fix fertig eingebaut aus. Man muss auf jeden Fall ganz schön tüdeln, dass man die Anschlüsse, die ganzen Kabel und die ganzen Verteilungen, weiß ich hier, die Minusverteilung von hier nach hier oder ähnliches hinbekommt. Und warum die Batterien in der Richtung sind, also dass die Pluspole hier sind, ist ganz einfach, weil hier ist noch Luft. Aber hier ist relativ wenig Luft. Und wenn ich jetzt hier den Deckel drauf mache, dann ist die Masse auf der Seite und der Deckel ist auch Masse, der Rahmen ist auch Masse. Ich habe einfach nur die Befürchtung gehabt, dass wenn hier irgendwas an die Pluspole rankommt, also irgendwie der Deckel oder die Masse oder irgendwas, dass das hier richtig brutzelt drin. Und deswegen habe ich die Batterien in dieser Reihenfolge reingedreht. Also Pluspole links, Minuspole jeweils rechts. Ja, und hier ist so ein kleines Blech noch mit dran, was ich gerade sehe. Das habe ich dran gemacht, dass die Kabel hier nicht durchscheuern können an dieser Kante. Ja, Deckel zu.
im Deckel halt ein kleines Loch drin gemacht, so dass das Ganze auch passt. Und dann wird der hier reingedrückt und zugemacht. Zu. Sitzt wieder drauf, fertig. Die Photovoltaikfläche wäre ja nun schon fast vorbereitet, aber bevor das wirklich zur Photovoltaikfläche geht, erstmal Batterien angeklemmt, Strom, alles Mögliche angeklemmt. Und die Solarfläche, die muss dann aufs Dach. Aber zunächst mal möchte ich dieses wunderschöne Kabel, ich habe mir hier einen Ticket 2,5 Quadrat Kabel geholt, und zwar ein richtig 5 Meter CEE Stecker, Schuko Stecker oder CEE Dose Schuko Stecker. In der Hoffnung, dass natürlich an dem neuen Anschluss hier das Ganze wunderbar passt. Aber ich musste leider feststellen, dass, also da habe ich, weiß ich nicht, nicht mitgedacht oder sonst was, dieser Victron Energy Anschluss hier, der ist ein, sagen wir mal, Spezialanschluss. Der ist leider kein CEE-Stecker. Das ist, wenn ich das richtig gelesen habe, ist das quasi die Fortführung vom CEE-Stecker, also die Verbesserung. Und leider musste ich dann eben den CEE-Stecker ersetzen durch diesen hier von Victron Energy. Und leider, das darf ich eigentlich ja nicht sagen, aber leider kostet dieser scheiß Stecker, Entschuldigung, über 60 Euro. Nur dieser blöde Anschluss. Und der geht hier rein. Wunderbar. Und dann wird er auch noch festgedreht. Also der ist wirklich für relativ wasserdichte Verbindungen gedacht. Und sitzt 1A spitzenmäßig. Aber dieses Ding kostet 60 Euro. Das ganze Kabel hat, weiß ich nicht, einen 10er oder 15 Euro gekostet. Und dieses tolle Ding kostet so viel. Ich habe aber dann gleich mal zwei bestellt, weil sicherheitshalber hat man ja auch zwei Kabel da. Also muss ich jetzt den hier ran machen. Das war's dann. Das
Solarmodul ist dran, hält bombenfest. Die Klappe geht immer noch auf. Die Gasdruckdämpfer schaffen das. Wunderbar. Wir halten die Klappe oben. Die Platte macht das Dach nicht höher. Das heißt also, Dachzelt ist nach wie vor der höchste Punkt. Und ja, angeschlossen ist sie. Verlegt ist sie. Hier kommt das Kabel raus, geht hier runter, rein ins Auto. Funktioniert tipptopp. Okay, ich glaube, die Folge ist jetzt schon ziemlich lang. Jetzt, wo die ganze Elektrik soweit funktioniert, möchte ich es unbedingt mal ausprobieren. Es ist zwar scheiße kalt draußen, aber so eine Nacht übernachten wäre sicherlich nicht verkehrt, so mit Heizung, mit allem Pipapo. Gut, aber das soll es gewesen sein für die Folge. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen da und abonniert den Kanal, falls ihr es noch nicht getan habt, und freut euch auf die nächste Folge. In der nächsten Folge werden wir mal die Elektrik vorstellen, beziehungsweise gucken, ob die überhaupt funktioniert. Und dann noch ein paar Kleinigkeiten reparieren. Ich habe da schon wieder so ein paar Sachen, die da noch gemacht werden müssen. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Bis dann, ciao.